Ja, hordische Grüße aus der wohl zweitschönsten Stadt nach Hamburg. Mit meinem Schurken auf dem Realm Ashara stehen momentan in Orgrimmar. Und heute habe ich ein kleines Video für euch, was das derzeitige Event bedeutet, beziehungsweise dass wir uns einfach mal anschauen, weil viele haben mich schon gefragt, in-game. Das Event ist folgendes, ich kann es euch mal auf den Kalender zeigen, und zwar Ungoro-Wahnsinn beginnt. Und wenn man darauf klickt, gibt es noch die Info, die Dinosaurier in Ungoro werden unruhig, Zeit ihnen einen Besuch abzustatten. Dieses Event geht bis morgen um 23:59 Uhr noch. Und ja, wir haben es jetzt heute Samstag. Und ich werde euch einfach mal zeigen, was dieses Event eigentlich ist. Vorweg kann man sagen, es gibt dafür kein Achievement, aber wie man schon sehen kann, wenn ich nochmal abmounte, eine Sache gibt es, ich bin oder man wird gebufft. Es gibt verschiedene Buffs, und zwar die Ra-Mobs, die wir uns nachher nochmal zusammen anschauen werden und auch töten werden, droppen Dino-Mojo. Ich habe jetzt in meinem Rucksack gerade derzeit keins dabei, aber jeder oder jedes Ra-Mob droppt dieses Dino-Mojo zu 100%. Und der hat folgenden Vorteil: Man kann damit einen freibeliebigen ja, Mitspieler aussuchen und ihn damit quasi abwerfen. Der zum Beispiel jetzt hier gerade neben mir, der hat diesen Debuff drauf. Zum Beispiel, der hat jetzt scharfe Krallen 1, Schaden um 3% erhöht und blitzschnell 3, dass die Bewegungsgeschwindigkeit um 9% erhöht ist. Wichtig zu sagen ist, es ist kein Vorteil, damit Nachtfestung oder ähnliche oder Dungeons zu laufen, weil dieser Buff in PvP und instanzierten Bereichen deaktiviert ist. Der Buff kann, glaube ich, unbeliebig hoch stacken. Wenn wir zum Beispiel jetzt bei mir gucken, mein Buff läuft hier oben noch 2 Tage und ich habe 121 Stacks drauf. Sprich, scharfe Krallen auf 5, dass der Schaden um 15% erhöht ist. Dann knochiger Panzer um 5, habe ich, glaube ich, keinen Nutzen von, weil ich Melee bin. Vielleicht, wenn man Tank spielt, dass da die Schadenreduktion auch erhöht ist. Blitzschnell habe ich auf 5. Sprich, Bewegungsgeschwindigkeit um 15% erhöht, massiv Größe um 20% erhöht. Deswegen wirke ich jetzt auch gerade jetzt neben anderen Mitspielern größer. Und diese 4 Fähigkeiten, die man bekommen kann, die können maximal bis auf 5 hochstacken. Danach gibt es nur noch Coolness. Zum Beispiel, ich habe jetzt Cool 101, Coolness um 1010% erhöht. Und unten steht auch nochmal, dass halt dieser Buff nicht in PvP oder Instanzen und Dungeons verfügbar ist. Folgendermaßen, wenn wir jetzt mal auf die Karte schauen, wir befinden uns ja gerade in OG und wir müssen nach Un'Goro. Un'Goro ist hier, und der schnellste Weg von Orgrimmar dahin zu kommen ist via Uldum, dass wir quasi das Portal benutzen, um nach Un'Goro zu fliegen. Und wenn wir gleich in Un'Goro sind, werden wir hier auf der Map kleine rote Kreuze sehen, und die zeigen, wo gerade welcher Ra-Mob ist. Und ich würde mal sagen, wir fackeln gar nicht erst lange, sondern ich mounte direkt auf und ja, fliege jetzt mal eben schnell hinten in OG zu den Portalen, die man noch aus Kataklysmen kennt, sprich Schattenhochland, Uldum und so weiter. Und ja, wir gehen mal hier eben fix in das Portal rein. Dazu kann ich noch sagen, oftmals werden die Bosse von Allies gecampt, die dann warten, weil viele Bosse oder die Bosse, das sind 5 bis 6 Stück, die je nach Kill zwischen 5 und 10 Minuten wieder neu spawnen, campen die Allies halt gerne. Sprich, du bist low life, willst schnell weglaufen oder versuchst ein bisschen zu regenerieren, und schwupps kommt ein DK von hinten, macht den Todesgriff und du bist tot. Und was halt ein bisschen schlecht gelöst ist, oder na, was heißt schlecht gelöst? Die Friedhöfe sind sehr weit entfernt. Sprich, die befinden sich entweder zum Beispiel jetzt hier oben ist ein Mob, der heißt irgendwas mit Teer, ich weiß jetzt nicht den genauen Namen, und wenn man zum Beispiel jetzt hier stirbt, spawnt man zum Beispiel hier als Geist. Sprich, man muss den gesamten Weg hier hinlaufen. In der Zeit, wo man auf dem Weg hier hin ist, wird er dann wahrscheinlich umgehauen und man kann ihn nicht looten. Des Weiteren, um seine Stacks hoch oder schnell zu sein Buff schnell hochstacken zu lassen, man kann sowas wie, ich habe es mal im Chat jetzt vorbereitet, sowas wie Mojo Me vorbereiten. Dann halt kommen die anderen Spieler
und werfen ihr Fläschchen auf dich und dadurch bekommt man halt auch noch einen Zusatzbuff. So, ich kriege jetzt hier gerade die Nachricht, Gelege Mutter Zabas ist aktiv von NPC scannen. Und wenn wir jetzt schauen, haben wir hier die roten Kreuze. Wir können mal direkt hier vorne zu dem ersten roten Kreuz hinfliegen, und zwar zum Sonnenhüter Krösus. Da unten sehen wir ihn auch schon. Und man sieht, dass der 345 Millionen Leben hat. Jetzt müssen wir gucken, weil die jetzt ziemlich stark gefarmt werden, wo jetzt gerade die anderen Gruppen dabei sind, diesen abzufarmen. Man sieht, hier ist noch ein Krieger, der auch schon wartet. Man kann gucken, es gibt über, wenn man guckt, organisierte Gruppen, Benutzer definiert, gibt es eventuell hier, zum Beispiel World Boss und Guru, gibt es feste Gruppen. Bloß, man muss nicht groß in der Gruppe sein. Also ich bin meistens random immerhin die Punkte hingeflogen, abgeklappert und habe geguckt, wo die gerade sind. Und ja, so, hier sind die jetzt zum Beispiel auch nicht gerade. Gelege Mutter Zavas hat auch 345 Millionen Leben. Wichtig ist, wo man drauf aufpassen muss bei diesem Boss, hier spawnen diese Würmer mit 222 Millionen Leben. Wenn man von dem Wurm, sag ich mal, ja, nicht angehittet, sondern in seiner Laufbahn ist, dann wird man gefressen. Also man ist instant tot. Da hilft nichts mit Cooldowns zünden oder verschwinden. Wenn man einmal von dem Viech fixiert ist, ist man halt infight und da kommt man auch nicht so schnell raus. Und die haben eine sehr lange Dauer, bis sie wieder despawnen. Es sei denn, man versucht sie auf Krampf zu killen, bloß man darf dabei halt nicht so viel Damage machen, dass man Aggro bekommt und dann auch wieder instant umfällt. Eigentlich ist der große Vorteil, derjenige, der Aggro hat, dass der das Ding kitet und die anderen alle halt Schaden machen. So, hier wäre auch noch einer. So, der heißt hier, schauen wir eben, Akaridal. Ist jetzt aber gerade auch zu wenig los hier. Also müssen wir schauen, wir haben jetzt gerade 14:45, also recht spät schon. Wir können mal gucken, also man kennt jetzt so noch hier grobe Spots, wo auch noch Ramobs sind, beziehungsweise die Bosse. So, schauen wir mal eben fix. Hier spawnt normalerweise einer. So, das ist nur ein einfacher mit 10 Mille. So, schauen wir mal eben. Denn ich würde euch schon gerne mal so ein Fläschchen zeigen. Ansonsten, was mir jetzt auch gerade so auffällt, das derzeitige Mount, was ich benutze, das ist ja der Mana-Säbler der Arkanisten, den man bekommt, wenn man... Ah, hier sehen wir zum Beispiel. Den man bekommt, die Nachtsüchtigen. Und dann das letzte Gul'dan gekillt hat, um die Quest zu beenden. Ich wusste gar nicht bis jetzt, dass er fliegt. Oder fliegen kann überhaupt. So, wir sehen jetzt hier ist jetzt ein Tank mit einem Heiler. Wir werden jetzt einfach dazugehen und halt mit anfangen Damage zu machen. Jetzt habe ich natürlich als großes Fauxpas vergessen, meine Gifte aufzulegen. Das geht natürlich als Schurke überhaupt nicht. So, haben wir kurz die Gifte raufgepackt. Und versuchen wir mal eben, den zu killen. Jeder Boss hat verschiedene Fähigkeiten, bloß eigentlich ist nur Gelege Mutter Zavas die nervigste und der Teertyran, glaube ich, so heißt er, der im Norden von Un'Goro spawnt. Und ansonsten, die ganzen hier, die machen jetzt so einen Flächen-AOE, der nach der Zeit zu solchen Lavakreisen wird, aber man sieht, ich verliere kaum Leben dabei und das taucht auch nur alle Zeit ein bisschen auf. So, in der Regel sind hier locker eigentlich so bis 30 bis 40 Mann immer unterwegs, die das Ding einfach wegnuken. Jetzt dauert es natürlich eine gewisse Zeit, bis es liegt. Wir schauen mal. Okay, jetzt ist der erste gestorben. Jetzt ist der Heckenmeister Tank. Das heißt, ich werde gleich das Ding tanken. Und es sieht dann wahrscheinlich... Ja, wir müssen mal schauen, dass das Ding liegt. Der kitet ihn jetzt oder versucht ihn zu kiten. Versuch nochmal meinen Dot drauf zu setzen. So, Blutung ist drauf. Erdrosseln. Aktiviere nochmal eine blutrote Fiole, damit ich noch ein bisschen Lebensregeneration habe. Weil es wird wahrscheinlich
ein enges Ding werden. Ob wir den killen oder ob wir ihn nicht killen. So, wir machen jetzt hier die Kite-Technik. Benutze noch ein bisschen Finte, da ich momentan die Lecce-Hose habe, dass ich mich mit Finte heile, ist nicht best in Slot. Aber für solche Kämpfe, wenn man gerade nicht mit einem großen Healer unterwegs ist, doch schon vom Vorteil. So, wir sind jetzt knapp bei 100 Mille Leben, die er noch hat. So, ich aktiviere nochmal eben kurz mein Gul'dan-Trinket. Okay, so, jetzt bin ich quasi alleine hierbei und muss versuchen, das Ding zu tanken. Und ich weiß, Schurke tanken ist überhaupt nicht so, dass... So, man sieht's hier, jetzt muss ich quasi... Ah, schade, ich dachte, wir killen das Viech. Ja, da wurde ich gestorben und jetzt resettet er sich. Na, geile Scheiße. Aber jetzt kann ich euch auch mal zeigen, ich bin jetzt gestorben und man sieht die Entfernung. Ich spawn hier am Berg, sprich Feuersäulengrat, und da ist mein Leichnam. Sprich, ich habe auch keinen Greif, womit ich fliegen kann, sondern darf den ganzen Weg zu Fuß runterlaufen. Und ja, ist immer sehr mühselig. So, dann schauen wir mal, ob wir nicht jetzt hier eventuell noch mehr Leute treffen als nur einen Hexenmeister, einen Jäger und einen Monk. Weil das Ding, das lag ja fast. Ein Heal wäre noch gut, dass wir irgendwie einen Dulu dabei hätten, der noch irgendwie ein bisschen den Tank healen kann. Und dann wäre das Ding ja auch schon ganz anders vonstatten gegangen. Ihr könnt ja ruhig mal gerne in die Kommentare schreiben oder halt, ob ihr auch schon Unguri Event mitgemacht habt oder ob ihr sagt so von wegen so, nee, Event ist für mich unwichtig, da es kein Achievement gibt. Ich dachte eigentlich auch erst, dass es ein Achievement gibt. Finde ich ein bisschen schade. Ich dachte so, ja komm, wäre lustig so. Bloß, naja, ich sag mal, jetzt habe ich mir, wollte einfach mal gucken, wie hoch die Dino-Mojos stacken können, und ich bin jetzt bei 121 und ich muss sagen, das sieht schon recht ordentlich aus, dass noch auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Eigentlich habe ich gedacht, dass der größte Buff noch ein bisschen höher stackt, sprich es wäre ja schon lustig, wenn man aufgemountet mit so einem riesen Ding irgendwie in OG steht oder in Dalaran. So, jetzt muss man mal gucken, wie komme ich denn jetzt hier zu meinem Leichnam? Oh, muss ich hier irgendwie ganz außen rumrennen? Dup, dup, dup. So, wir folgen mal den Monk und den Hexenmeister, die, glaube ich, einen Plan haben. So, wie sieht denn das hier aus? Ja, siehst du, aber jetzt sind wir hier auf jeden Fall schon mal oben. Sprich, der Hexenmeister ist an sich zu weit gelaufen. Jetzt können wir hier durch den Berg zu Krösus wieder. Oder Krösus war das, glaube ich, ne? Ja, Krösus. So, da wären wir ja auch schon. Ja, da liegen wir alle. Ach, guck mal, jetzt ist hier der Jäger. Jetzt müssen wir mal schauen. Also in der Regel, man pullt ihn nicht, wenn man direkt drin steht. Also man kann quasi hier langlaufen, ohne halt am Aggro zu ziehen, erst wenn man ihn anhittet. So, während wir hier stehen, versuche ich nochmal die anderen abzuklappern. Vielleicht sind da jetzt auch noch irgendwelche Gruppen haben sich gebildet, die jetzt hier gerade die angreifen. Hier chillt auch noch einer, ein Paladin ist hier. Die ist allerdings immer noch unangegriffen, aber die Würmer sind despawned. So, jetzt klappern wir hier oben nochmal Akaridal ab. Wir müssen eigentlich noch heute ja einen Kill zu Stadel bekommen. Also ist auch eine schlechte Uhrzeit. Also jetzt hier so nachts, gerade am Samstag, ist immer schwer so um 2 Uhr, weil viele sind ja auch unterwegs. So um 14 Uhr, sag ich mal, das ist eine gute Zeit, da ist auch hier ordentlich was los. Also
Da findet man immer random Leute, bei denen man mitlaufen kann, die einen zur Not in eine Gruppe inviten, wenn man Lust hat, das halt lieber in der Gruppe zu sein. Ansonsten, ich war jetzt nie in der Gruppe, sondern bin immer halt solo dahin geflogen und habe halt einfach angehittet. So, das Viech hier lebt auch noch. Ja, jetzt kriege ich ja den Alert hier. Das weiß ich doch, dass die wieder ab ist. So, dann schauen wir einfach mal. Die Distanzen sind natürlich immer so. Man kann sagen, hier oben ist der Teertyran. Dann gibt es hier einen Mob. Die spawnt hier einer und hier natürlich. Hier gibt es Tyrantus, ist ein riesiger Dino. Hier ist diese gelegene Mutter Savra. Und hier bei dem See gibt es auch noch einen. Heißt, glaube ich, Riesenflosse oder irgendwie so. Ist so ein... Ja, wie heißen die Viecher? Murloc. So, jetzt sind wir hier wieder in Fight. Wir gucken mal eben runter. Wir haben jetzt hier den Hunter wieder. Hier wieder den Tank. Hier den Monk und einen Hexenmeister. Wir können wieder versuchen, wenn wir hier beigehen, wieder ein bisschen Damage mitzumachen. Weil jeder Hit ist natürlich gut, um irgendwas ja, zu töten. So, wir aktivieren mal eben kurz das Trinket nochmal. Genau, und hier ist auch wichtig, bei den Sachen, die hier spawnen, klar, Lavakreis raus, man kennt's, hier und hier sollte man jetzt auch nicht groß irgendwie da drin stehen, weil es macht schon ziemlich Damage, wenn man das abbekommt. Also sollte man auf jeden Fall zusehen, dass man nicht irgendwie da drin steht. So, wir gucken jetzt mal eben, der Tank, der sieht gut aus, also sprich, müssen wir hier einen Heal dabei haben. So, es ist jetzt noch ein Demon Hunter dazugekommen, also der sollte jetzt auf jeden Fall liegen. So, jetzt verrecke ich aber fast. Oh, das war knapp. Also, jetzt habt ihr es gesehen. Die Dinger hauen auf jeden Fall ziemlich Schaden raus. So, ich spamme jetzt mal kurz Finte durch, dass ich mich hier hochheile. So, mein Königsmord ist wieder aktiv. Setze ich gleich wieder aufs Ziel rauf. Okay, das sieht schon besser aus. Wir sind jetzt bei 94 Millionen. So, jetzt tankt der Monk wieder. Oh, jetzt sind wir wieder fast umgeguckt. Blutrote Fülle rein. Zack, einmal Mantel der Schatten aktivieren, dass wir nicht keinen Flächendamage bekommen. So, wir sind jetzt knapp bei der Hälfte von 100 Mille. Bisschen Movement jetzt machen. Nicht, dass wir auf den letzten Zügen hier umfallen. Und wieder... Opa! Nicht wieder den ganzen Weg laufen müssen, so ich spam jetzt ein bisschen Finde durch. Bisschen in Bewegung bleiben. So, 5 Mille. Zack. So, jetzt liegt er das. Und wenn wir jetzt hier den Boss looten, sehen wir hier Dino Mojo. So, ich könnte jetzt einmal hier aus Spaß mal spammen. Mal gucken, ob mir jemand das Getränk an den Kopf wirft. Was natürlich, glaube ich, keiner tut, oder? So, wir sehen es hier, ich nehme ihn mal separat. Benutzen auf eigen oder auf einen anderen Spieler werfen, um euch beiden eine zufällige Anpassung zu verleihen. Jetzt kann ich zum Beispiel jetzt hier den Tank auswählen, Rechtsklick drauf machen, zack, dann kriegen wir so ein Dino-Zeichen. Und man sieht jetzt hier oben, mein Stack ist auf 122 erhöht und ich habe jetzt 102 cool, also sprich 1020 Coolness. 1020%, so heißt das. Und jetzt kann man uns die Leute angucken, er hat zum Beispiel jetzt einen zweiten Buff drauf. Der hat noch, das war sein erster, der Demon Hunter, hat drei Buffs drauf und so geht es natürlich immer weiter. Und so kann man jetzt quasi hier bis morgen um 0 Uhr noch hier in Un'Goro auch realm-übergreifend halt die Dinosaurier abfarmen. Genau, das war einfach soweit zum Un'Goro-Event 2017. Vielleicht begegnet man sich ja in einer Gruppe, würde mich freuen. Ich werde dann morgen auf jeden Fall den ganzen Tag auch wieder aktiv sein. Aber leider nur, dass, oder schade ist es für mich ist es, dass es kein Achievement gibt, fände ich gut. Oder halt, wenn man mal bei den Achievements guckt, irgendwie nicht Heldentaten, sondern irgendwie so Ereignisse. Halt, komm, da habe ich jetzt auch nicht viel, habe ich jetzt 4 Stück drin. Bloß halt, wäre lustig,
wenn halt Blizzard da sowas gemacht hätte. Ansonsten bin ich schon sehr gespannt auf den 7.2er-Patch, der ja voraussichtlich jetzt schon Ende März kommen soll, Anfang April. Bin ich gespannt. Ich habe vorgestern den Pre-Patch mit 2,84 GB geladen über den Battle.net-Launcher. Ja, freue ich mich auf jeden Fall, euch weitere Videos zu zeigen. Ihr könnt mich ein bisschen unterstützen mit einem Daumen nach oben, wenn ihr mehr Videos über WoW sehen wollt, gerade auch wenn der neue Patch jetzt kommt. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag und ja, ich bin in Uguro Dinos Farm und bis dahin, tschüss, vielleicht trifft man sich ja. Macht's gut, Leute, euer Filzte. Ciao.